Hi Leute, es könnte mir ja so gut gehen, aber... Heute geht's um dieses große Aber. Es könnte mir ja so gut gehen, aber mein Job ist so stressig. Aber ich habe keine Zeit. Aber meine Kinder sind so nervig. Aber meine Frau. Immer dieses große Aber. Jeden könnte es ja so gut gehen, aber so. Wegen diesem großen Aber geht's dir nicht gut. Ist deine Annahme im Moment. Aber wenn man mal hinschaut, dann sieht man, dass jeder wegen allen möglichen Sachen unzufrieden ist. Egal in welcher Situation er ist. Der eine ist unzufrieden, weil er Kinder hat. Der andere ist unzufrieden, weil er keine Kinder hat. Der nächste ist unzufrieden, ja, weil er so viel Stress im Job hat. Der andere ist unzufrieden, weil er keinen Job hat. Der andere ist unzufrieden mit seinem Studium. Der andere ist unzufrieden, weil er keinen Studienplatz bekommt. Und es geht dabei nie um die Sache im Äußeren. Es geht immer nur um den Kontext. Es geht nie um den Inhalt. Es ist immer deine Einstellung dazu. Es gibt Leute, die laufen einen Marathon, fügen sich dabei sogar körperlichen Schmerz zu, weil sie über gewisse Grenzen gehen, vielleicht verletzt sind und trotzdem weiterlaufen und genießen es trotzdem, weil sie das von der Psyche her, von ihrer Einstellung her machen wollen. Für andere ist es Horror, einen Marathon zu laufen, selbst wenn sie dazu körperlich in der Lage wären. Und dementsprechend ist es immer nur der Kontext, den wir in einer Situation geben. So. Und es ist auch so, wer entscheidet sich dazu, Kinder zu haben? Du hast dich dazu entschieden, Kinder zu haben. Du solltest jetzt auch mal die Eigenverantwortung dazu übernehmen und die Situation so akzeptieren, wie sie ist und das Beste draus zu machen. Es ist immer nur deine Einstellung. Wir beklagen uns über Dinge, die wir uns selbst geschaffen haben, weil wir keine Eigenverantwortung übernehmen und weil wir immer nur den Inhalt dann sehen und nicht den Kontext. Wir jagen immer irgendwas hinterher und am Ende merken wir, hey, irgendwie sind wir immer noch nicht zufrieden. Und scheinbar war es das nicht. Es ist nicht so, dass wir irgendwas machen müssen, um glücklich zu werden. Erst werden wir glücklich und dann machen wir auch immer, was uns beliebt. Das soll die Situation sein. Und kein anderer ist für dein Glück verantwortlich, außer du selber. Du bestimmst. Du triffst die Entscheidungen. Aber egal, welche Entscheidung du triffst, du solltest dafür Verantwortung übernehmen. Und an deinem Glück selber in dir arbeiten. Glück ist nichts, das von außen kommt. Glück kommt von innen. Glück ist deine Einstellung. Glück ist das, was du empfindest. Der eine empfindet Glück, wenn er eine wunderschöne Landschaft anschaut. Der andere empfindet kein Glück, weil er völlig in seinem Kopf drin ist und gerade über morgen nachdenkt. Aber wenn er mal in der Realität, in der existierenden Welt hier leben wird, dann wird man sehr schnell merken, ey, gar nicht so schlimm. Es ist ganz nett hier. Schaut euch das doch mal an. Wunderbar. Alles total genial. Aber wir regen uns über irgendeinen Gedanken auf, über irgendwas, wo noch nicht passiert ist oder wo schon lang vorbei ist. Wir leiden wegen Dingen, die gar nicht existieren. Wir leiden nur an unserer Vorstellung, weil wir uns nicht mehr über die Trennung bewusst sind zwischen unserer Vorstellung und dem, was existiert. Glück ist, was das in dir entsteht. Es ist deine Einstellung, dein Gefühl, das du produzierst. Dafür kann keiner andere Verantwortung übernehmen, außer du selbst. Das wollte ich heute mal loswerden. Das große Aber. Wer hat sich für Kinder entschieden? Wer hat sich für ein Studium entschieden? Wer wollte es machen und hat gedacht, es macht ihn glücklich? Es ist dein Tun. Es ist deine Einstellung, es ist dein Glück, dein Leben, deine Verantwortung. Macht's gut, Leute. Ciao.